Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison hat sich ein tödlicher Badeunfall am Weststrand auf Sylt ereignet. Am Mittwochnachmittag wurde der leblose Körper eines 76-jährigen Mannes am Strand geborgen. Die Polizei wurde kurz nach 17 Uhr informiert. Der Badeunfall ereignete sich am Nachmittag an einem bewachten Strand in der Höhe der Nordseeklinik. Die Rettungsschwimmer haben den Rettungseinsatz vorgenommen. Eine Reanimation war aber leider erfolglos. Die konkrete Todesursache ist noch nicht bekannt. Bereits Anfang Juli hatte sich ein tragischer Badeunfall mit einem 85-jährigen Schwimmer in Wenningstedt ereignet. Leider kommt es immer wieder zu tödlichen Badeunfällen an Nord- und Ostsee. So ertranken bis Ende August in Schleswig-Holstein sowohl 2021 als auch 2022 jeweils 16 Menschen. 2021 erschütterte der tragische Unfall eines Kollegen die Rettungsschwimmer auf Sylt. Bei dem Versuch, eine 61-jährige Frau aus der Nordsee zu retten, ertrank der Rettungsschwimmer Mike Nissen. Mit einem bewegenden Paddle-Out wurde 2021 dem Tod des Rettungsschwimmers am Strand von Wenningstedt gedacht. Auch für 2023 gibt es bereits eine Zwischenbilanz. In den ersten knapp 7 Monaten des Jahres 2023 sind mindestens 192 Menschen in deutschen Gewässern ertrunken. Das sind 21 Personen weniger als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Die meisten Menschen ertrinken in Deutschland in Seen und Flüssen. Das Protestcamp auf Sylt soll nach dem Willen der Aktivisten um 14 Tage verlängert werden. Das Punklager hinter der Festwiese in Tinnum ist vom Kreis bis zum 20. August genehmigt worden. Nun wollen die Aktivisten und Punks 2 Wochen länger bleiben und haben beim Kreis eine entsprechende Genehmigung beantragt. Eine Entscheidung, ob und für wie lange der Antrag genehmigt wird, ist laut der Pressestelle des Kreises noch nicht erfolgt. Für die geplante Verlängerung haben die Aktivisten erneut Aktionen geplant. Insgesamt verläuft der Aufenthalt der Aktivisten weitestgehend störungsfrei und deutlich strukturierter als noch im letzten Jahr.